Hallo, meine liebe Jungfrau, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Heute schauen wir uns den Monat April, Mai und Juni an. Wir schauen uns an, was ist das Hauptthema, was kommt auf euch zu und was ist der Rat der Karten, auf was müsst ihr Acht geben. Wir schauen auch wie immer euer blinder Fleck an, was ist euch nicht bewusst. Liebe Jungfrau, das ist nur eine allgemeine Legung, also das heisst, es kann nicht für alle passen. Biege nichts zurecht, nimm wirklich nur die Botschaften, die für dich bestimmt sind. Wenn etwas nicht für dich ist, dann ist das völlig in Ordnung. So, liebe Jungfrau, bist du bereit? Fangen wir doch an. Monat April, Hauptthema, Monat April bitte. Monat April, Jungfrau, Hauptthema bitte. Oh, King of Cups, König der Kelche. Liebe Jungfrau, entweder hast du es mit einem Wasserzeichen zu tun, Fisch, Krebs oder mit einem Skorpion, muss aber nicht. Aber König der Kelche ist auch eine sehr intuitive Karte, sage ich immer. Das heißt, entweder hast du es wirklich mit einem Wasserzeichen zu tun und dieses Wasserzeichen war ein bisschen dein Hauptthema. Oder du kommst extrem in deine Gefühle hinein, also dass du wirklich auf deine Intuition hörst, dass du vielleicht auch wieder einmal mehr deine Gefühle spürst, nehme ich hier wahr, mit König der Kelche. Das kann im Bereich Liebe sein, das kann im Beruf sein, einfach, dass man sich wieder glücklich fühlt. Aber viele von euch, falls noch kein Wasserzeichen auf euch zugekommen ist, kann das sein, dass das noch passieren wird, weil die Zeit ist ja fließend von der Energie her. Also König der Kelche, wirklich jemand, der emotional sich extrem fest spürt, auch sehr eine intuitive Person, meistens fürsorglich und auch jemand, der richtig zuhört, also nicht nur grob zuhört, sondern wirklich bis in die Seele hinein zuhört. Ja, der Wagen kann auch ein Krebs sein. Aber etwas, was vorangeht, vielleicht seid ihr auch mit jemandem frisch zusammengezogen, kann gut sein, weil irgendetwas, was vorangeht, aber schauen wir doch genau rein. Ja, irgendeine Entscheidung. Es kann sein, dass ihr vielleicht euch entscheiden müsst, ob ihr diese Person näher kennenlernen möchtet oder nicht. Ihr müsst so ein bisschen auf euer Gefühl hören. Also viele sind extrem kopflastig, nehme ich wahr, und haben so ein bisschen wie, ich muss mich entscheiden zwischen Herz und Kopf. Also sicher nicht alle, aber ganz viele haben das Thema Herz oder Kopf. Für was entscheide ich mich? Ja, mit As der Schwerter kann auch sein, dass eine Wahrheit oder eine Nachricht kam, was dich ein bisschen auch so gezwungen hat, dass du eine Entscheidung zwischen Herz und Kopf fällen musst. Also hier mit As der Schwerter sicher eine Chance für Klartext. Vielleicht ein bisschen harsch, aber gerecht. Entweder bist du es, die Klartext sprechen möchte, oder dein Gegenüber. Also dreh es so, wie es passt. Aber schauen wir doch weiter. April. April. Ja, noch einmal so. April, bitte. Jungfrau. Ja, oh, Schicksalsrat. Im April ist irgendetwas vorgefallen oder wird vorfallen, was deinen Schicksalsweg bestimmt. Kann sein, dass es mit einem Treffen zu tun hat, mit einer Person oder mit einem neuen Projekt. Irgendetwas läutet einen neuen Lebensabschnitt ab und gibt dir die Chance, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Also hier nehme ich ganz stark wahr, ein Treffen und du hast eine Person getroffen. Und dieses Treffen war bestimmt, das musste passieren. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es ein Treffen ist mit jemandem, wo du nachher eine Partnerschaft eingehst. Überhaupt nicht, liebe Jungfrau. Aber dieses Treffen hat irgendetwas in dir ausgelöst, was eben deinen Schicksalsweg einläutet im April. Dass dir etwas klar wurde. Andere von euch, bekomme ich rein, haben sich vielleicht mit jemandem getroffen, den ihr schon länger kennt und schon länger nicht mehr gesehen habt. Ja, muss aber nicht. Herrscherin, ihr wisst,
dass es Zeit braucht, dass sich das Schicksalsrad drehen kann. Es braucht Zeit, Geduld. Ich bekomme auch rein, einige von euch werden vielleicht sogar schwanger oder merken, dass ihr gerne ein Baby möchtet. Nicht alle natürlich, wirklich nur ganz wenige. Aber ihr kommt in eure Kraft, in eure weibliche Kraft. Ihr spürt eure Emotionen. Ihr seid nicht nur im Tun. Ich habe auch das Gefühl, viele waren vorher zu extrem in der männlichen Energie. Also die männliche und weibliche Energie war nicht ausgeglichen. Und jetzt kommt ihr extrem in eure intuitive Kraft. Und ihr habt euch hier mit jemandem getroffen. Oder es kann auch ein Kunde sein, ein neues Projekt. Aber hier habt ihr jemanden getroffen oder etwas besprochen. Ganz viele von euch. Schauen wir mal weiter. Ja. Ihr habt eine Nachricht erhalten, welche wahrscheinlich ein bisschen plötzlich kam. Schnell, vielleicht ein bisschen aggressiv, aber mit Klartext. Und diese Nachricht gibt euch die Chance, etwas extrem Stabiles zu erlangen. Kann auch sein, dass es mit Geld zu tun hat, nämlich auch ganz stark war, dass ihr Möglichkeiten habt, euch zu erweitern, sei es ein neues Geschäft oder ihr macht selber ein Business. Und es geht extrem schnell voran, habe ich das Gefühl. Etwas Wertvolles. Auch in der Liebe, könnte wirklich Wasserzeichen sein, luft sich auch ein bisschen. Entweder wart ihr, dass ihr schnell vorwärts gegangen seid oder euer Gegenüber. Ich habe das Gefühl, viele haben eine Nachricht erhalten, die euch vielleicht etwas überrascht hat, aber sie ist sehr wertvoll. Also sie bringt die Chance für extreme Stabilität, jetzt nicht nur emotional gesehen, sondern auch finanziell gesehen. Auch im spirituellen Bereich sein, da komme ich auch rein. Schauen wir weiter. Ja, ihr möchtet einen Neustart. Irgendetwas war hier und ihr möchtet wie von vorne beginnen. Und darum habt ihr auch diese Person getroffen oder das Gespräch gesucht. Einige von euch möchten vielleicht im Beruf komplett etwas Neues noch wagen oder ja, sich weiterbilden, bekomme ich auch rein. Aber wirklich alles mit einem Neuanfang. Schön, ja? Positive Nachrichten. Also vielleicht hat das euch im ersten Moment etwas, weil Ritter der Schwerter geht, handelt schnell, schneidet schnell alle Personen weg, die einem nicht gut tun. Vielleicht hast du das auch getan oder dein Gegenüber. Aber diese Nachricht oder was auch immer das war, hat dich näher zu deinem Schicksalsweg gebracht. Auch wenn du das vielleicht gar noch nicht so wahrnimmst. Schauen wir doch weiter. Mai, liebe Jungfrau. Mai, bitte. Mai. Mai, bitte. Thema Mai. Ah ja, liebe Jungfrau, 5. Kelche. Irgendetwas ging zur Brüche, wahrscheinlich in der Vergangenheit nehme ich wahr. Und manchmal denkst du daran und hangst noch etwas. Dem Alten, was nicht so geworden ist, wie du gerne hättest. Sei das eine Anstellung, ein Arbeitsverhältnis oder mit einer Person. Ich habe das Gefühl, es ist sehr bei vielen mit einer Person. Ihr habt alles gesehen, vielleicht habt ihr sogar mit dieser Person Kinder, seid verheiratet. Und es hat nicht geklappt. Und ihr trauert noch etwas am Alten nach. Also es ist noch nicht ganz gegessen. Immer wieder schweifen eure Gedanken in die Vergangenheit zurück, was passiert ist. Was auch immer das war. Aber, liebe Jungfrau, hinter dir sind schon neue Sachen, die kommen. Hinter dir sind neue Kelche. Oh, ich sehe es. Hinter dir sind wirklich neue Kelche, die kommen. Die schon da sind. Neue Menschen, neue Optionen. Und du musst extrem aufpassen, dass du nicht zu sehr mit verbundenen Augen durch die Gegend läufst. Nämlich ganz stark wahr. Weil sonst könnte es wirklich sein, dass du an deinen Seelenpartner vorbeiläufst und du merkst es nicht einmal oder
dir entgeht eine Chance im Beruf, was ich komplett erfüllen würde. Also im Mai aufgepasst, du darfst verarbeiten und einmal an die Vergangenheit denken, das ist kein Problem, aber im Mai musst du extrem aufpassen, dass du auch ein bisschen bei der Sache bleibst. Dass du die Augen auch offen hast und auch offen bist für Neues. Schauen wir hier. Ja, weil 10 der Münzen, oh mein Gott. Du hast extrem gute Chancen für Geld. Vielleicht bekommst du einen Bonus. Hast du die Möglichkeiten für eine Beförderung? Oder extreme Stabilität in der Partnerschaft? Pure Glück. Aber das ist ein bisschen behaftet mit der Vergangenheit. Also du musst hier ein bisschen loslassen. Schauen wir weiter. Ja, oh nein, du denkst an eine Verbindung, an einen Vertrag. Vielleicht hast du irgendetwas mit einem Geschäftspartner, nehme ich auch ganz stark wahr, oder mit einer Person. Du hast dich extrem verbunden gefühlt. Und irgendetwas ist nicht mehr so, wie es war, ist zerbrochen. Und das hängt noch ein bisschen an dir. Und ich glaube, darum bist du vielleicht auch nicht so ganz offen für etwas Neues, weil... Es blockiert dich, nehme ich wahr, ganz stark. Ja, schauen wir mal weiter. Mai bitte, Jungfrau. Mai bitte. Mai bitte. Mai bitte. Gut, zu viel. Ja, aber siehst du, 5. Münzen schon wieder. Aber diese nehme ich nicht, diese. Ja, innerer Kampf. Rechne mit Konkurrenz. Wenn du im beruflichen Bereich irgendetwas ändern willst oder du machst etwas Neues, rechne damit, dass du Gegenwehr erhalten wirst, dass du dafür kämpfen musst. Es wird nicht easy peasy sein, aber es ist ein Kampf, der nicht ungerecht oder aggressiv ist, sondern ein freudiger Kampf. Du weißt, was ich meine. Du musst die Herausforderung annehmen und für das kämpfen, was du willst. Und auch in der Liebe könnte es sein, wenn du jemanden kennengelernt hast, dass hier vielleicht ein bisschen Konflikt auf dich zukommt, vielleicht seid ihr nicht so einig bei einer Sache, nehme ich wahr. Was haben wir hier? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass jemand vielleicht schon einen Schritt weitergehen möchte. Entweder bist du das, liebe Jungfrau, oder dein Gegenüber. Und du bist vielleicht noch nicht ganz bereit dazu. Aber du weißt, es ist eine Chance für die ganz große Liebe. Also was auch immer das ist, liebe Jungfrau. Wirklich, hier ist irgendwo eine Chance drin. Aber ich fühle extrem starke Blockaden. Also entweder bist du das oder dein Gegenüber, der blockiert ist. Und ein bisschen Ungereimtheiten. Ich nehme auch ganz stark wahr, Kommunikation. Hier fehlt es noch ein bisschen an Kommunikation. Und ich meine auf tiefgründige Kommunikation. Also schaut, dass ihr wirklich ein bisschen auf eure Kommunikation achtet. Ja, schon wieder. Ass der Münzen. Unglaubliche Chance für Reichtum, für einen Neustart, der dir extrem und auch langfristig Verwurzelung gibt, also auf emotionaler Sicht auch. Es könnte wirklich sein, dass vor dir eine Chance kommt im Mai und diese Person ist ein Goldschatz. Oder diese Person nimmt dich als das wahr, also eben dreh so, wie es passt. Aber es ist nicht ohne. Man muss noch gewisse Konflikte zur Seite räumen, sei es bei der Arbeit. Ja, die Liebenden. Also man muss wirklich Konflikte wegräumen, dass diese Chance auch Platz hat. Ihr müsst miteinander sprechen. Kommunikation ist das A und O, egal wo, Liebe oder Beruf. Weil hier kannst du nachher eine Entscheidung treffen und die kommt aus dem Herzen. Wirklich aus dem Herzen, was dich glücklich macht. Schauen wir weiter. Liebe Jungfrau, warum 5? Oh ja, ein Erwachen. Das Gericht, 8 Münzen und 4 Kelche. Ja, du bist irgendwie, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen frustriert. Bist du vielleicht frustriert generell im Leben ein bisschen? Kannst du wirklich sagen, ich bin glücklich? Oder wenn du das sagst, hast du schon das Gefühl, dass du dich anlügst?
Weil ich glaube, ganz viele sind nicht richtig glücklich, also sicher nicht alle, aber ich glaube, ganz viele sind ein bisschen, ja, so ein bisschen negativ behaftet oder irgendeine alte Last nehme ich hier wahr. Es kann auch wirklich sein, dass durch den Streit, dass jemand hier ein bisschen schmollt, entweder du oder dein Gegenüber. Also ich habe wirklich das Gefühl, im Mai Kommunikation, liebe Jungfrau, ist A und O. Und dir muss bewusst sein, man muss daran arbeiten. Wenn du es wirklich vorhast, jemanden näher kennenzulernen, wo du wirklich siehst, da könnte eventuell eine Beziehung daraus entstehen oder ein neues Projekt oder was auch immer, musst du gewillt sein, daran zu arbeiten. Und ich glaube, dass jemand ist es. Aber es müssen beide Seiten gleich arbeiten. Und ich glaube, es kann sein, dass vielleicht die eine Seite anders daran arbeitet als die andere Seite und dass dies ein bisschen zu Konflikten und Missverständnissen führt. Darum sprecht wirklich miteinander, dass ihr auf derselben Ebene seid. Weil hier kann wirklich sein, dass hier jemand dann ein bisschen schmollt. Und du musst auch aufpassen, dass dir nichts entgeht. Also du darfst nicht zu sehr schmollen, sonst zieht das hier an dir vorbei. Weil Judgment, das ist auch eine typische extreme Transformationskarte. Mit dieser Kombination könnte auch ein Hinweis sein, dass du deine Berufung findest, was auch immer das ist. Dass dir plötzlich von einem Moment klar ist, was du willst, wer für dich bestimmt ist. Aber es ist nicht so einfach. Also wirklich, du musst ein bisschen dafür kämpfen und für deine Prinzipien einstehen, dazustehen und Klartext sprechen. Schauen wir weiter, Juni. Hauptthema im Juni. Oh, Ritter der Kelche. Königin der Kelche. Wieder ein Wasserzeichen? Entweder ein Wasserzeichen kommt auf dich zu oder es ist einfach die Energie von jemand, der extrem viel Wasserenergie hat. So von den Emotionen her, vielleicht spirituell, intuitiv. Aber jemand kommt auf dich zu im Juni mit einer Nachricht. Und zwar einer positiven Nachricht. Kann sein, dass jemand mit dir wirklich den nächsten Schritt gehen möchte. Sag doch, ich habe mich entschieden, ich möchte mit dir zusammen sein. Oder du bekommst einen neuen Vertrag oder ein neues Projekt bei der Arbeit. Jemand kommt hier mit einem Neustart, der extrem gefühlvoll ist. Schön. Ganz gut. Schauen wir mal weiter mit den Kleinen. Ja. Geben und nehmen. Im Juni kommt der Ausgleich, nämlich ganz stark wahr. Geben und nehmen. Du gibst und bekommst zurück. Ganz gut. Schauen wir weiter. Also wenn du eine neue Firma aufgemacht hast, selbstständig wurdest oder einen neuen Job bekommst, kann es sein, dass du im Juni einen Bonus bekommst oder eine Beförderung. Oder du erzielst die ersten Gewinne. Und in der Liebe, es ist ausgeglichen, geben und nehmen. Ja, könnte wirklich eine Beziehung sein. Einige werden vielleicht heiraten. Der Hierophant. Einige werden wirklich etwas Langfristiges angehen, was Wurzel schlägt im Juni. Oh, Juni ist ganz gute Karte. Ich glaube, wenn ihr Mai übersteht, dann sieht Juni ganz gut aus. Ja, 10 der Münzen. Ah, oh, schön. Also entweder wirst du mit deiner Geschäftsidee durch die Decke schießen, eine Beförderung bekommen, was auch immer, oder du findest wirklich deine ganz große Liebe und sie möchte sich binden an dich. Also sei, wenn du schon mit dieser Person zusammen bist, dass sich noch mehr vertieft, vielleicht auch heiraten. Und wenn es jemand Neues ist, dass ihr wirklich zusammenkommt und dass es ausgeglichen ist, geben und nehmen, weil ihr das hier, den Konflikt hier im Mai überstanden habt. Ja, kann auch ein Erdzeichen sein, oder das bist du. Stabilität, vielleicht ein bisschen auch spirituell. Entweder bist du spirituell oder dein Gegenüber. Ganz gut. Oder ihr beide natürlich.
Schauen wir weiter. Ja. Du bist aber noch ein bisschen am Jonglieren. Etwas jonglierst du noch. Entweder vielleicht Arbeit, so Life-Balance. Ja. Aber du findest diese Person oder diese Person findet dich extrem attraktiv. Auch wie die Selbstständigkeitskarte, Königin der Stäbe. Berufung, Leidenschaft, Feuer und Flamme. Jemand, dem man sich fast nicht entziehen kann. Also entweder bist du das oder dein Gegenüber. Weiter. Ja, endlich, liebe Jungfrau. Du verlässt das Alte. Ah, schön. Ja, ich glaube, viele kommen in eine Beziehung im Juni. Du verlässt das Alte mit 8er Kelche und baust dir etwas auf. Einige von euch werden vielleicht sogar ein Haus kaufen, aufbauen. Einige werden zusammenkommen. Ihr baut hier wirklich euer Fundament. Ihr fängt hier an. Toll, wirklich toll. Aber ihr müsst dafür kämpfen. Schauen wir doch weiter. Was ist der Rat der Karten für April? Rat der Karten für April. Ah. Du musst Klartext reden. Vorangehen. Und wenn etwas nicht passt, liebe Jungfrau, stopp sagen. Und nicht nur nörgeln, sondern sagen, was nicht passt, warum es nicht passt und noch eine Lösung bringen, wie du es gerne hättest. Ganz wichtig. Ich weiß, wir Frauen neigen dazu, immer nur zu nörgeln, aber wir bieten gar keine Lösung an. Also wirklich Lösung bringen. Wie möchtest du das? Wenn etwas dir nicht passt, wie sollte es dann sein? Was wünschst du dir? Mai, dein Rat im Mai. Ja. Geh ins Tun rüber. Aber nicht ungeduldig werden. Nicht aggressiv werden, sondern bestimmt mit Leidenschaft, aber gleichzeitig mit Sanftmut. Ganz wichtig, nicht ungeduldig werden, nicht aggressiv werden. Juni? Ja, im Juni, du musst die Balance finden zwischen wem vertraue ich und wem nicht. Also wenn du dich selbstständig machst, schau genau hin. Ich nehme auch ganz stark wahr, es ist wichtig, dass du dich auch mitteilst. Also behalte nicht alles für dich und plaudere auch nicht alles aus. Also wirklich die Balance finden mit Informationen. Ja, sehr gut. Schauen wir weiter. Was ist dein blinder Fleck im April? Was ist dir nicht bewusst, liebe Jungfrau? Ja. Etwas muss zu Ende gehen, damit es entstehen kann. Also wenn du ein Ziel hast, muss aber etwas Altes zu Ende gehen. Erst dann kommst du in deine Transformation. Ich glaube, im April fängt deine Transformation langsam an und du hast es gar noch nicht realisiert. Mai, dein blinder Fleck im Mai. Ja, Königin der Stäbe, also du bist extrem attraktiv, du sprühst und ich glaube, du kannst jede Person anziehen, du kannst netzwerken, also wenn du irgendwie im Kundenbereich arbeitest, du hast so eine extreme Energie im Mai, nutze sie. Ich glaube, dir ist das nicht bewusst, aber du kannst wirklich neue Projekte anziehen, neue Menschen, egal was, nutze es. Und wenn du dich selbstständig machen möchtest, im kreativen Bereich, Mai, ganz gut. Blinder Fleck, ja. Im Juni, der Turm, ganz wichtig. Nur weil du mit jemandem zusammenkommst, oder du vielleicht mal die ersten Gewinne bekommst oder eine Beförderung oder was auch immer im Juni, muss dir immer bewusst sein, das Fundament steht noch nicht. Es ist erst am Aufbauen. Also werde nicht wagemutig. Du musst weiter am Fundament arbeiten. Auch wenn alles gut aussieht. Also weißt du, was ich meine? Wenn du mit jemandem frisch zusammenkommst, dann ist die Beziehung noch nicht gefestigt. Das muss dir bewusst sein. Und auch im geschäftlichen Bereich. Du musst im Juni am Fundament weiterarbeiten. Ganz, ganz wichtig. So, meine liebe Jungfrau, nehmen wir noch Orakelkarten. Dann sind wir hier durch. April, bitte. Ja, im April finanzielle Heilung. Du bekommst im April finanzielle Stabilität oder die ersten Grundbausteine werden gesetzt dafür.
Mai bitte. Ja, du kommst zu einem Abschluss. Das Alte lässt du hinter dir. Das wird dir richtig bewusst, glaube ich, im Mai. Und dir wird es gut gehen dadurch. Du wirst dich erleichtert fühlen, leicht. Ja, und im Juni bekommst du Frieden, Peace. Deinen inneren Frieden. Das, was dich jetzt so innerlich blockiert, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich an wie ein Stein in dir, das löst sich. Keine Angst, im Mai fängt es an. So, meine liebe Jungfrau, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Du darfst dir auch deine anderen Placements anschauen, wenn du das Gefühl hast, du resonierst mehr mit deinem Aszendenten, Mondzeichen oder mit der Venus. Und sonst abonniere doch meinen Kanal, lass ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao!